Hallo Kochfans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge in der Cooking Area. Heute machen wir die, wie wir finden, beste Feta-Creme der Welt zum Grillen. Die Zutaten findet ihr wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Den Knoblauch müssen wir fein hacken. Und auch die Petersilie wird fein gehackt. Der Feta wird in eine Rührschüssel gebröselt. Wir geben Frischkäse, Eiweiß, Salz und Knoblauch hinzu und verrühren alles cremig miteinander. Zum Schluss noch einmal abschmecken, Petersilie hinzu und noch einmal kurz durchrühren. Natürlich könnt ihr das Rezept variieren, wie ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr keine Schafsmilch mögt, einfach Hirtenkäse nehmen. Und wenn ihr es nicht so scharf mögt, nehmt ihr einfach mildes Eiweiß statt scharfes. Das war das Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben, kommentiert das Video und hier könnt ihr den Channel völlig kostenfrei abonnieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt viel Spaß und kocht weiter!